Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um ein Paket, was ich erhalten habe. Und zwar hat mich die liebe Ilona nach meiner Adresse gefragt und hat mir ein Paket zugeschickt. Also unverbindlich quasi. Ich habe ihr nichts zurückgeschickt. Sie hat gemeint, sie hat halt einfach zu viel und würde mir gern was zuschicken. Ich weiß nicht, was in dem Paket ist, deswegen ist es quasi wie eine Überraschungspost für mich. Es kam jetzt an vor einer halben Stunde ungefähr. Und jetzt komme ich dazu, das auszupacken und ich bin sehr gespannt, was drin ist. Es ist sehr schwer und ich bin gespannt, was sie mir alles so reingepackt hat. Weil, ja, wie gesagt, sie hat halt zu viel zu Hause und hat dann gedacht, ich brauche eh viel auf und habe eh viel da, dann macht das auch nichts mehr aus. Ja, jetzt habe ich hier eben die Sachen, die sie mir zugeschickt hat. Und der eigentliche Grund waren hier diese Rabattcoupons von Rossmann, die sie mir zugeschickt hat. Sie hat mich nämlich gefragt, ob ich die brauchen kann. Beziehungsweise waren es damals noch andere, aber sie hat mir jetzt einfach die hier reingepackt. Und da werde ich auf jeden Fall dann mal schauen, wenn ich in Rossmann komme, ob ich da was davon gebrauchen kann. Und dann hat sie hier eben noch ganz, ganz viele andere Sachen reingepackt. Und ich starte jetzt einfach mal oben drauf. Und zwar ist hier einmal von Hydrofugal ein Zerstäuber drin. Es ist duftneutral, also es ist ein Deo. Ich bin ja eher kein so Fan von solchen flüssigen Deos, deswegen weiß ich nicht, ob ich das behalten werde. Ohne Alkohol, ohne Farb- und Konservierungsstoffe. Ich werde es vielleicht mal austesten, aber ich mag sowas ganz Flüssiges jetzt nicht. Dann habe ich hier einmal von Revale Loop das Hydro-Spray. Das mag ich ganz gern. Das ist einfach so ein Wasserspray. Ich kaufe zwar eher das von Balea, aber das ist natürlich auch toll. Und jetzt vielleicht eher weniger was, aber dann für den kommenden Frühling bzw. dann den Sommer ist das bestimmt wieder toll. Und da freue ich mich auf jeden Fall auch sehr drüber. Dann habe ich hier von Wellness and Beauty ein Zuckerpeeling. Kokos und Limone. Ich glaube, das ist sogar noch von der alten Serie so. Es ist limitiert gewesen. Vitality heißt das. Ich werde jetzt mal dran schnuppern. Okay, also das riecht jetzt nicht mehr so frisch. Also Kokos-Limone rieche ich da jetzt persönlich nicht raus. Es war zwar noch komplett versiegelt, aber da muss ich mal schauen, ob das noch gut ist. Hat das dann ein Ablaufdatum? 12 Monate nach der ersten Öffnung. Dann hat sie mir einmal reingepackt von Revale Loop. Einmal der ölhaltige Augen-Make-up-Entferner. Und einmal der ölfreie. Den kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Jetzt nicht so regelmäßig, aber ja, ist jetzt nicht schlimm. Also das kann ich auf jeden Fall auch gebrauchen. Dann hat sie mir hier noch von Revale Loop ein Gesichtswasser mit reingepackt. Und zwar aus der Happy Birthday Limited Edition von, ich glaube, vor 3 oder 4 Jahren. Hier dieses mit Kiwi und Litchi. Ja, werde es auf jeden Fall ausprobieren. Dann habe ich hier einmal von Nivea die Care Cream, die mag ich echt gerne. Die hatte ich schon mal in einem kleinen Bröbchen, das ist so eins, wo man so Zeitschriften bekommen hat, so ein flaches. Das ist eben eine intensive Pflege, zieht schnell ein, Creme für Gesicht und Körper, 100 ml sind hier drin. Ja, kann ich auf jeden Fall gebrauchen, also riecht sehr, sehr gut. Ich liebe diesen Duft und werde ich auf jeden Fall testen. Dann habe ich hier 2 Bröbchen und zwar von Cool Akute, die Marke so heißt. Stich and Sun Pflegegel, also für Stiche und für die Sonne. Hätte ich jetzt vor ein paar Wochen gebrauchen können, da hatte ich nämlich an meinem linken Handgelenk 2 Stiche. Aber kann ich bestimmt auch nächsten Sommer dann irgendwann mal gebrauchen, denke ich. Dann hat sie mir auch Masken noch mit reingepackt, da freue ich mich auch immer sehr drüber. Und zwar 2-mal die Augenmaske von Revale de Loop. Ja, kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Ich wollte die mir eigentlich nicht mehr nachkaufen, weil ich das irgendwie unangenehm finde, weil die bei mir so ein bisschen ums Auge gebrannt hat. Aber dann werde ich sie einfach vielleicht als Creme oder so verwenden für ganz trockene Stellen. Dann noch in der alten Verpackung hier von Revale Loop Quick Hydro Maske, frische Pflege. Ja, die mag ich auch sehr gern. Und 2-mal die Maske Repair. Die finde ich auch sehr, sehr gut. Also die pflegt sehr, sehr schön und da freue ich mich auch drauf. Also die kann ich auf jeden Fall alle gebrauchen. Und dann war sie extra im DM nochmal für mich, weil ich sie gefragt habe, ob sie vielleicht an diese Maske hier kommt. Und das ist die Chai Tea Vanilla Maske von Balea. Die hatte ich jetzt im Tauschpack mit der Lena. Das Paket kann ich euch auch mal verlinken. Aber ich freue mich jetzt natürlich, weil ich habe die schon getestet und finde die echt gut. Und jetzt habe ich halt noch ein Backup da.
Und dann hat sie mir hier noch zwei halbe Packungen reingepackt. Einmal nochmal die Hydro Booster Maske von Rivade Loop und einmal hier diese weiße Tee- und Kirschemaske von Balea, die Hälfte. Werde ich auf jeden Fall auch aufbrauchen. Dann ist hier einmal ein Pröbchen von S. Oliver für ihn. Ja, das kann ich jetzt nicht so gebrauchen. Das vielleicht verwendet es mal mein Vater. Muss ich schauen, sonst kommt es einfach weg. Hoffe, das ist dann nicht schlimm. Und dann ist hier noch ein Pröbchen von der Nivea Indus Body Milk. Reichhaltige Pflege mit Mandelöl für trockene Haut. Die mag ich ganz gerne. Habe ich auch momentan in großem Angebrauch. Das kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Und dann ist hier einmal noch ein Spray Powder drin. Von Got2Be. Too Sexy Big Volume Push-Up Volumen auffrischendes Spray Powder. Das freue ich mich auch. Das riecht ja so toll, dieses Got2Be Zeug. Das riecht ja, also gerade diese Reihe, diese Too Sexy, riecht ja sehr nach Himbeer. Und das mag ich ja ganz gern. Dann ist hier noch eine große Bodylotion, nein, ein Duschgel drin. Und zwar von Christina Aguilera, Royal Desire. 200 ml sind hier drin. Ich bin ja eher kein so Parfum-Duft-Fan. Aber die Christina Aguilera-Düfte mag ich ganz gern. Deswegen werde ich das auf jeden Fall mal austesten. Und ich rieche jetzt einfach mal dran. Sehr angenehm. Sehr nach Parfum. Werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Das einmal. Und dann war hier von Burti eine Reisetube drin. Das ist so ein Waschmittel für unterwegs. Kann man aber auch zu Hause verwenden. Ist halt eben zur Handwäsche gedacht, also im Waschbecken. Werde ich vielleicht mal ausprobieren, wenn ich irgendwie mich gekleckert habe und dann das schnell rauswaschen möchte. Vielleicht funktioniert das damit ganz gut. Und dann ist zu guter Letzt noch ein Tee mit bei, und zwar der Caramel Apple Pie. Den werde ich gleich weitergeben, den mag ich nämlich nicht. Den hatte ich schon mal und finde den nicht so lecker. Aber ich denke vielleicht, mein Schwager freut sich darüber. Der trinkt alles, deswegen denke ich, der wird das hier auch trinken. Jetzt ist der Karton leer. Ja, ich freue mich natürlich, dass du die Produkte mir zugeschickt hast. Auch wenn ich nicht alles gebrauchen kann, freue ich mich natürlich, weil es viele Produkte sind, gerade die Masken, wo ich mich super drüber freue. Und ja, diese Nivea Care Cream wollte ich eh mal testen. Jetzt habe ich sie mal in größer da. Werde ich auf jeden Fall dann ausprobieren. 100 ml sind die enthalten. Und ja, werde ich auf jeden Fall alles testen. Und ich freue mich natürlich auch über die Coupons. Ich denke, da kann ich einiges gebrauchen. Und genau das war es jetzt eigentlich auch schon. Das waren die Produkte, die sie mir zugeschickt hat. Und wie gesagt, ich danke nochmal dafür. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut und bis bald. Ciao.